Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt, ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Interessant. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es meinst du? Ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Ich glaub nicht daran. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Die Nora spielen hier doch keine Rolle. Lass sie in Ruhe. Bald spielen sie überhaupt keine Rolle mehr. So viel ist sicher. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich.
Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Meinst du? Kaja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns. Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die erste sein, die stirbt. Lass sie die erste sein von Tausenden. Ah, hä? Ja. Endboss oder was? Ohne Waffen? Mit Töfte. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Das ist richtig. Du hast die Wahrheit über Zero Dawn herausgefunden. Ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Sonne ist spannend. Noch ein Treffer und die Sonne bricht zusammen. Ja. Komm. Renn doch da durch, Alter. Drecksviech. Komm. Ja, komm runter. Oh. Weiter, weiter, weiter. Ja, weniger lenken, danke.
Weniger Lägen, danke. Ja, ich hab doch auch gedodged. Alter, warum lagst du denn jetzt so? Keine Munition mehr, das ist kacke. Vielleicht finde ich ein paar Teile. Ah, das ist nicht cool. Oh, zap. Easy. Zap. Stufe 28. Let's go, Alter. Oh, komm. Lag. Hallo. Danke. Oh. Seid still. Tötet sie. Hm. Meinst du wirklich, mein Freund? Ah. Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Hm. Surprise! Huh. Silence. Ja, it is silence. Dodge wie Neo. Let's go, Alter. Jawohl. Verräter! Hm. Kam er doch noch. Kam er doch noch zur Rettung. Krass. Geil. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Hm. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Hm. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Wow. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Mhm. Gut. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gehen.
was es schlimmer macht. Helis hat Eclipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Karja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Ja! Joa. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Schatten erhalten. Schattengetreue leicht. Na dann. Schauen wir doch mal ganz kurz mal was. Ja. Da geht noch ein bisschen was. So, was müssen wir denn jetzt machen? Freunde der Nacht. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Hier hin. Begib dich zur Urmutter. Das machen wir doch. Schnellreise ist an diesem Ort im Moment nicht erlaubt, okay. Festbelohnung, 11.000 XP, sehr schön. What's up? What's up? Darf ich jetzt schnell reisen, mein Freund? Obwohl, warte mal. Soll ich schnell reisen? Holen wir uns doch mal ganz kurz den da. Aha. Wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir uns den auch. Er ist ja direkt hier um die Ecke. Ab. Da ist schon wieder irgendwas angewatschelt gekommen, was ich nicht töfte finde. Was ich überhaupt nicht töfte finde. Bist du denn? Jagen für die Logo? Aha. Nö. Ich will aber einmal hier hin. Wieso darf ich da jetzt nicht schnell reisen? Aha. Wow. Ja, alles gut, Aloy, alles gut. Einfach weiterlaufen. Einfach laufen. Zap. Ich frage mich, wann ich endlich wieder mich porten darf. So, zap. So. Ich halt länger durch als der Sturm. Richtig, Aloy. Richtig. So, zap. Scherbenplünderer-Fertigkeiten. Okay. Wieso leckt das? Beziehungsweise nicht länger, sondern warum habe ich jetzt einen Loading Screen? That's the point of interest, that I... So, what I mean? Ja, so, wir speichern hier jetzt einfach einmal. Und gucken, ob wir uns jetzt vielleicht porten können. Das geht auf jeden Fall sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie hier runter geportet kriegen. Schnellreise ist nicht möglich. Da können wir hinreisen, können wir auch da hinreisen, da können wir auch hinreisen, sehr schön. Schnellreise ist an diesem Ort im Momentan nicht erlaubt, dann reisen wir doch dahin. Ja. Dann schauen wir uns das doch mal eben an. So. Und gucken mal natürlich, wie es sich dann handhabt. Wahrscheinlich können wir nicht schnell reisen in die Stadt, weil da schon Krieg herrscht oder so ein Schnickschnack. Wäre so jetzt meine Vermutung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wir müssen natürlich aber auch irgendwie gucken, dass das irgendwie natürlich auch proven, ne?
So, dann schauen wir einfach mal weiter. Naja. Oh Mann, ey. Macht auf jeden Fall Bock. Die Folge 13 war auf jeden Fall auch mal wieder etwas länger. Ah, ich nehme ja jetzt gerade Folge 14 auf. Und ja, also wir schauen einfach mal, wie es dann wird. Ja, wird im Sinne von natürlich, wir gucken mal, was daraus wird. Ja. Ach ja, ach ja. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal einfach mal sagen, spielt ihr selber Horizon Zero Dawn? Habt ihr es mal gespielt? Oder spielt ihr es selber gerade? Haut es einfach mal in den Kommentaren. Wir können ja mal einen kurzen Faktencheck machen, was wir heute erreicht haben. Heute ist der 8. Das heißt, wir haben heute Stufe 25 erreicht, 30 Menschen mit dem Headshot erledigt, das Eclipse-Netzwerk gecrashed, alle Beschaffungsmaschinen erledigt und die Wahrheit herausgefunden. Das ist doch schon mal Töfte, du. Ja. So, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar weitere Erfolge, die wir erreichen müssen. Ja. Ob wir das alles machen werden, weiß ich noch nicht. Ob wir das Spiel auf Platin in der Hinsicht durchspielen als Ding, als Let's Play. Eigentlich ist das ja so gesehen nur als Story Let's Play gedacht. Dementsprechend bin ich mir da noch nicht sicher, ob ich auch alle Erfolge dann machen werde während des Story Let's Plays natürlich. Wenn da Erfolge bei sind, die man, sage ich mal, mitmachen kann, werde ich die natürlich versuchen mitzumachen. Aber jetzt spezifisch auf irgendwelche Erfolge gehen, werde ich höchstwahrscheinlich eher weniger. Naja, dann schauen wir mal. Perfektioniere dein Können als Maschinenjägerin in Jagdgebieten. Okay. Ja. Zerstöre den Alarm in Banditenlagern, damit sie keine Verstärkung rufen können. Das gibt aber weniger XP, mein Freund. Das gibt aber weniger XP. Finde Brutstätten und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja. Verwende. Oh. Brennende Bäume. Das Becken. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Ups, ab. Ja, ist ja gut, Kollege. Ist ja gut. Hallo. Ist ja gut, Alter. Mach mal halblang her. Alter, du gehst mir auf die Eier. Verreck doch bitte endlich. Dankeschön. What the fuck, Alter? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hallo. Ja, Alter. Stirb, du Schmutzroboter. Zap. Zap. Oh. Ja. Richtig. Zap. Verderber. Okay, was bist du für ein Verderber? Oh, zap. Mal kurz neue bauen. Hier von neue bauen. Da von neue bauen. So, zap. Ach ja, zap. Oh, zap. Ja.
Dann mal los. Ja. Ach man, ey, geh mir nicht auf die Eier. What's up? Ja. Alles klar, Jungs. Jo. Gar kein Problem. Ja. Alles klar. Gar kein Problem. Nö, 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 nö. Jo. Alles klar. Alles gut. Gar kein Problem. Zap. Immerhin haben wir das schon mal. So, zap, zap. Ah, so. Kommt denn da noch alles an? So, zap. Oh, wupp. Ah, wir müssen halt irgendwie die Maschine halt ausgeschaltet kriegen. So, zap. Oh, hallo, ich würde gerne einmal bitte. Cool, danke schön. Zap. Zap. Oh. Ja. Mhm. Genau. Hab. So. Jo. Zap. So, wupp. Nehmen wir die mal. Das Becken. Es ist verwüstet. Ach, Sherlock. Meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Jo. Richtig. Absolut richtig, Aloy. Absolut richtig. Zu mir, Brüder. Ja, bitte noch ein paar mehr Lags. Ah. Hast du noch ein paar mehr Lags? Ja, echt geil, Alter. Ja. Wupp, wupp. Sehr schön. Zap. Was ging da denn jetzt so? Okay. Mutters Wiege. Den Erdboden gleich gemacht. Jo. Jo, jo. Alter. Krasse Scheiße, Mann. Heilige Mutter Maria Jesus, ey. Ist das hier ein Schlachtfeld? Ja, zap. Ja. Upp. Wir müssen da hin. So. Glaube ich überhaupt richtig gerade? Ist so die andere Frage. Metallblume. Da sind die alten Ruinen. Wenn man hier mal auch wenigstens mal irgendwie etwas erkennen würde, ne? Ist halt auch so die Sache. Wir müssen auf jeden Fall auf die Straße wieder. So, zap. Der alte Bunker. Hier hat alles angefangen. Was, wenn ich diesen Fokus nie gefunden hätte? Ja, hätte, wenn und aber, Aloy. Hätte, wenn und aber. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Zap.
Speichern einmal. Zap. Hop. Ach ja. Guck mal. Zap. Ja, nur kleiner Grafikfehler, würde ich mal sagen. Zap. Ist vielleicht was. Na gut. Vorsicht. Planänderung. Okay. Ja, nee, ist klar, Jungs. Zap. Ja. Zap. Ja, komm. Ah, hä. Oh, zap, zap, kaputt, sehr schön. Ja. Hopp, zap. Hopp, hopp, hopp. Ja, hallo. Einmal bitte sterben. Dankeschön. Hopp. Zap, zap. Du auch noch? Kein Problem. Hopp. Machen wir. Alles Gucci. What's up? Hopp. Zap. Ach, ey. Zap. Und direkt wieder welche herstellen. Zap. Gar nicht groß fackeln. Zap. Kaputt. Und weiter geht die Fahrt. Und direkt wieder welche herstellen. Zap. Oh. Mehr Eclipse. Oh, tatsächlich ein verdorbener. Ah, hä? Hey. Krieger, an Aloys Seite. Jetzt! Für Aloy! Für die Ohrmutter! Ach du Kagedebel. Was bist du denn für ein Bruder? Erledigt es! Keine Fehler jetzt! Die Verderbnis wird nicht siegen! Ja, aua, aua. Blute für den Ungläubigen, verdammt. Du wirst sterben. Ja, ist ja gut. Dankeschön. Mann, ey. Geh doch mal auf jemand anders. Nerv mich nicht. Für das heilige Land. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon. Wow. Geht doch. Alter Verwalter. Wir haben nur geholfen. Heilige Makrele, Alter. Da, Heck. Was war das für ein Boss, Mann? Grüß dich. Bin auch wieder da. Hallo. Hi.
Mutter sei Dank, es ist vorbei. Bis du gekommen bist. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Ja, zum Glück wissen die nicht, dass ich daran schon bin. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Na dann. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter. Und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Gut möglich, aber ja. Dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Oh, zapp. Dann lass doch mal gucken. Nee, ist kein Grafikfehler. Nö. Alles tutti hier. Ja. Ja. So. Ist alles normal. Ja, alles normal. Hey Leute, du bist zurück. Jo. Ich bin back. Urmutter, bitte vergib mir die harten Worte gegenüber meiner Schwester gestern. Sie sind hey Leute, du bist du wieder da. Die Sucherin ist zurückgekehrt. Komm, sprich mit uns. Machen wir. Also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Sie ist ein lebender Fluch. Sie ist unser Ende. Entschuldigt mich. Aloy! Besprecht das unter euch. Identiscan wird durchgeführt. Fehler.
Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Ach ja. Mal schauen, was uns dahinter erwartet. Das interessiert mich ja persönlich auch. Tierisch. Darauf sind wir ja eigentlich die ganze Zeit gegangen. Wir wollten wissen, was hinter dieser Tür ist. Hallo Aloy. Komm. Beweg dich. Jawohl. Ach ey. Ja, nee, nicht jetzt so. Ja. Du bist also drin. Ja. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Tür öffnen, jawohl. So, dann gucken wir doch mal. Zap. Das ist also Eluthia. Ja. Hier wurde ich geboren. Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Scheint aber so, ja. Warum? Das scheint ganz stark danach auszusehen, ja. So, zap, wir rennen hier einmal natürlich rum, wollen natürlich alles einmal einsammeln. Kinder wiegen. Ja. Der Ursprungsanlage. Yep. Diese Dinger, die Multiservitoren. Ja. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Und hier ich muss euch leider haben entlassen. Sie gelebt. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Das haben sie anscheinend nicht sehr gemacht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Ja. Guten Tag. Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Einen Moment bitte. So. So. Dann machen wir doch mal ganz kurz was. Wir machen das jetzt hier noch. Eben. Ja. Der Traum von Apollo. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Ja, Töfte. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Komme ich hier runter? Ne, natürlich nicht. So. Hallo. Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Ja. Das werde ich. So, wupp. Zap. Wie war das? Ich glaube hier jetzt hoch und dann links, ne? Oder war das geradeaus? Ja. Oh ne, hier doch. Hier hoch. So, zap. Komm mal ran. Zap. Ach ja. Zap.
Erstmal gucken. So. Ach ja. Ach ja. So, zap und zap. Elisabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia Prime Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elisabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen. Interessant. Wenn du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Hört sich gut an. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh, hey. Oh. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Au. Nein. Nein, Elisabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Mhm. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Okay. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Alles das klar. Ist alles. Okay. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Wird erledigt. So, dann schauen wir mal ganz kurz. So, wupp. Das ist auf jeden Fall. Joa. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Okay, ja. 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 What's up? Komm, hopp. Kannst du hoch?
Verdammt. Jetzt bin ich komplett runtergefallen, ich Troll. Naja. Was soll's? Hüpfst du auch noch darüber oder eher nicht so, Madame? Ah, jetzt. Sehr schön. Danke. Ja. Das denke ich mir gerade auch, ja. Wupp. Eloy, vergib mir, vergib mir. Die Göttin sprach zu dir. Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Joa. Das ist doch mal eine Ansage, würde ich mal sagen, oder? Du hast die Angreifer besiegt und bist in den Heiligen Berg gegangen. Joa. Joa. Ganz bestimmt sogar. So, zapp. Ach ja. Der gefallene Berg. Jawoll. Zapp. Jetzt gehen wir noch einmal eine Runde speichern. Level 30 haben wir auch erreicht. Sehr schön. Brauche ich nur noch einen Speicherpunkt. Was bist du hier noch? Todbringer? Nee, danke. Hallo? So. Wir warten jetzt noch einmal dahin. Speichern das alles einmal. Ah. Und dann ist auch schon wieder Schicht im Schacht für diese Folge, meine Freunde. Ah. Dann ist auch... Ein bisschen. Ach, Aloy, stell dich nicht an. Stell dich nicht so an. Ah, seltene Maschinenteile und geheimnisvolle Kisten erhältst du bei verschiedenen Ländern. Meridian. Okay. Es lädt schon wieder. Was denn hier los? Joa, ne? Was ist denn hier los? Ach ja. Ach ja. Da kannst du machen, Sache nix. Aber hey, jetzt ist immerhin Dings zu Ende. Siedlung betreten. Mutters Wacht. So, so, zapp. Das ist echt traurig. Also, ich mochte das Dorf. Das sah echt töfte aus. Also, jetzt mal no joke. Aber irgendwie so. Ah. Ist alles kaputt. Aber Freunde,
ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haust rein und ciao.